Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mitbekommen, wir waren in Berlin. Wir wollten euch eigentlich zeigen, wie wir ein paar Strippen ziehen. Praktisch kann ich euch sagen, wir sind zurück aus Berlin und wir haben kein einziges Kabel gezogen. Wir haben keinen Stecker in der Hand gehabt und haben kein einziges Kabel angefasst. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Berlin-Aufenthalt umsonst war, sondern es ist einfach brutal, wie wir mit diesem Projekt nicht vorankommen. Wir haben wirklich die letzten Wochen, speziell Tom und ich, uns wirklich den Arsch abgerackert. Wir haben gefühlt, also wir haben mindestens jeden zweiten Tag 6 bis 8 Stunden dran gesessen, seit Anfang Januar. Und es ist nicht möglich, es reicht nicht von der Zeit her, dieses Auto fertigzustellen. So, das wollte ich euch einfach nur mal mitteilen. Das zeigt halt auch einfach, warum die alte Limo so besonders war, weil ich habe immer gesagt, da sind über 10 Jahre lang 10 Stunden die Woche reingegangen. Und so lange dauert es halt auch einfach, um so ein Auto zu bauen. Jetzt versuchen wir in kürzester Zeit ein neues Auto zu bauen. Heißt jetzt nicht, dass das irgendwas mit der Wette zu tun hat, dass es mich nervt, gar nicht. Im Gegenteil, es öffnet mir nur gerade nochmal wieder die Augen, wie viel Zeit in so ein Projekt reingeht, wenn man es als One-Man-Show. Ich habe keine Werkstatt, ich habe keine Schrauber, ich bin auf meine Freunde angewiesen. Wir ziehen das komplett in Eigenarbeit durch. Boah, was da für ein Aufwand hinter so einem Projekt ist. Wenn man es später für den Zweck baut. Wenn ich jetzt eine Standuhr bauen würde, die am Ende nie wieder irgendwo auf der Bildfläche sein wird, dann wäre das was anderes. Dann kann man hier und da Kompromisse eingehen. Da ich dieses Auto aber wirklich nur baue, um danach später international weit bei irgendwelchen Veranstaltungen abzuliefern, wird jeder Fehler jetzt gerade hammerhart bestraft und es wird einfach nicht funktionieren und kaputt gehen. Deswegen braucht man da auch gar nicht irgendwelche Kompromisse eingehen, sondern muss es jetzt schon 97% so bauen, wie es am Ende dann auch funktionieren wird. Außer ich baue es jetzt nur für eine Wette fertig und mache es dann nochmal, was ich natürlich nicht tun werde. Egal, lange Rede, auf jeden Fall ist es wirklich, wir haben es wirklich unterschätzt, wie viel Arbeit es dann am Ende ist. Und das, obwohl wir schon wirklich zielstrebig an die Sache rangehen und uns wirklich sagen, viele von euch wollten vorbeikommen. Ich habe gesagt, nee, aktuell kein Besuch, weil wir sind wirklich zum Schrauben da. Wenn Tom und ich loslegen, dann ist wirklich Schrauben, Schrauben, Schrauben angesagt und nicht halt quatschen, Bier trinken und so weiter. So war es auch in Berlin. Eigentlich wollte ich schon viel früher losfahren, musste aber hier noch Sachen vorbereiten, sodass wir erst Samstag mittags, nachmittags rum losgekommen sind. Haben beide Tage bis 2, 3, 4, 5 Uhr nachts geschraubt, durchgehend. Sind aber immer noch nicht im Ansatz so weit, dass man hätte irgendwelche Kabel ziehen können. Ich musste allerdings auch nach Berlin, weil eine große Baustelle war halt A, das Unterlegen der Ventilfedern. Jetzt hatte ich, da hat mir NG neue Ringe gedreht, die wir unter die Federn gepackt haben, was wir schon immer gemacht haben. Nur in dem Fall hat es einfach bisher keiner gemacht gehabt. Die hatte ich schon nach Berlin schicken lassen und genauso hatte ich Bilas die Lashcaps für das Ventilspiel einstellen, was halt Pflicht ist, nach Berlin schicken lassen, dass wir das da machen können. So, lange Rede, wie war's? Wir sind angekommen. Alleine nur das Federn unterlegen hat erstmal gefühlt 3 bis 5 Stunden gedauert, weil es einfach so eine Kackarbeit beim 30-Ventiler ist. Dann ging es los mit dem Ventilspiel. Da muss ich sagen, das ist mein Fehler gewesen. Ich hätte mich schon viel früher um diese ganzen Lashcaps kümmern müssen. Ich wusste nicht, dass V6 hat 7 mm Ventile, RS4 hat 6 mm Ventile. Das heißt, ganz lange hatte ich irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, ach, du hast ja alles, bis ich da festgestellt habe, nee, es passt nicht. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, kein Problem, zur Not baust du das Auto mit Hydrowellen zusammen, so wie ich früher mal gefahren bin. Da brauchst du kein Ventilspiel einmessen, gar nichts. Einfach reinschmeißen, läuft erstmal gucken, ob Trockensumpf und so weiter funktioniert. Ja, jetzt ist aber dummerweise so, dass in den Zylinderköpfen die Ventile so tief geschnitten sind durch diese Beryllium-Sitze, dass das Spiel zwischen Nockenwelle und Ventil gar nicht mehr für ein Hydro ausreicht. Das heißt, drücke ich das Hydro dazwischen, drückt es das Ventil auf. Das heißt, ich kann mit diesem Kopf gar nicht mehr mit normalen Hydros fahren, aktuell. Das heißt, Thema Hydrowellen war auch durch. So, und so ist es wirklich so. Egal welches Teil ich an diesem Motor anfasse, das zeige ich euch nachher. Es ist eine neue Baustelle. Es ist eine neue Baustelle, wo man sich durchkämpft, wo man neue Sachen macht, wieder ein Teil dreht, wieder was fräst, wieder was schweißt und so weiter. Und so kämpfen wir uns da Stück und Stück für durch. Und dieses Video, ich weiß nicht, was noch passieren wird, aber es wird auf jeden Fall erstmal, es soll ein bisschen die Augen öffnen, was, wie viel Aufwand ist. Wie gesagt, ich bin da 0,0. Natürlich ist man gestresst dadurch, aber jetzt nicht negativ gestresst, weil es ist auch in dem Fall einfach jetzt mal ein Punkt, wo man es halt dann auch einfach fertig macht. Ich wollte euch nur damit nochmal so kurz zeigen, warum es so lange dauert. Weil man baut sowas nicht mal eben so. Es ist wirklich krank. Das heißt, jetzt gerade steht unten alles im Bus vor der Tür. Sieht katastrophal aus, weil ihr könnt euch vorstellen, was ich alles so eingeladen habe, damit man das Auto in Berlin zusammenbauen kann. Wir blenden mal ein Bild ein. Ich war froh, dass KKS Performance, an der Stelle übrigens nochmal vielen Dank an Chris und KKS, dass wir das Wochenende da sein durften,
dass der Hallenboden so sauber und so groß ist, weil ich habe mich da mal wieder, wie man es kennt, ausgebreitet und ich habe mich wirklich ausgebreitet auf 100 Quadratmeter. Vorsichtig so, ne? Weil es ist einfach so viel. Neuteile, Dash, Turbolader-Zeugs, es ist einfach krass. Ja, Baustellen sind jetzt noch, also ich kann nicht sagen, ob das bis, es ist mittlerweile Montag früh, Freitag soll der Motor laufen. Ich kann nicht sagen, ob das klappt. Jetzt hat nämlich morgen auch noch mein Sohn Geburtstag. Erster Geburtstag, den muss ich natürlich mitnehmen. Werde ich auch mitnehmen, weil da kommt nichts zwischen. Ich kann nicht sagen, ob das klappt, weil große Baustellen sind jetzt noch. Achso, nächstes Beispiel. Dann haben wir das Ventilspiel passend. Das heißt, endlich können Nockenwellen rein. Ich kann das Ding zusammenbauen. Was ist natürlich? Es fehlen die Zentrierhülsen von den Nockenwellendeckeln oben. Waren nur zur Hälfte da. Chris, keine da gehabt. Sind so typische Sachen, wo man einfach von ausgeht, dass sie dabei sind. Man kann nicht alles im Kopf haben. Sie fehlt. Jeder andere wird es wahrscheinlich zusammenklatschen. Aber ich habe beim Durchdrehen schon gemerkt, dass wenn wir die Deckel draufsetzen, selbst wenn ich sie nochmal löse und wieder festziehe, die Nockenwelle so ein ganz bisschen klemmt. Und so brauche ich es einfach nicht zusammenbauen. Das heißt, da war dann auch Abbruch. Als allererstes jetzt also Nockenwellen rein, Zahnriemen drauf. Dann müssen wir meine 15 mm Versteifungsplatte hinten nochmal massiv anpassen, weil wir schrauben das Schwungrad fest, liegt der Schwungrad an der Platte an. Das heißt, hätten wir in dem Moment einen Schlüssel betätigt, wäre erstmal der Anlasserkranz vom Schwungrad runter. Das sind einfach Sachen, es sind halt alles gebaute Teile und man muss wirklich bis zum ersten Mal Schlüssel umdrehen, 100% am Ball bleiben, sonst kann da immer irgendwas schief gehen. Dann Thema Wasserrohre. Tom kommt heute mal wieder vorbei. Wir müssen noch Wasserrohre umschweißen. Wir müssen noch den Ölrücklauf der Turbolader herstellen. Da gehen wir unten in die Pumpe rein. Wird auf jeden Fall wieder geil, in die Pumpe am harten Gewinde zu bohren. Und so kommen noch diverse Sachen auf uns zu heute. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Technik. Richtig gutes Gefühl, dass das richtig krass wird. Aber es dauert leider Ewigkeiten. So, jetzt ziehe ich einen Kaffee, dann räume ich erstmal alles in Ladenverkauf. Dann soll doch Tom da sein und dann gucken wir mal. So, also sieht das aus, wenn man mit seinem Hausstand verreist. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie ich diesen Bus mittlerweile... Also was der schon mitgemacht hat, sieht jetzt auch wild aus, aber jedes Mal, wenn man sich dann mal einen Vormittag Zeit nimmt und den mal richtig sauber macht mit dem Gummiboden, der hat definitiv, dieser Bus hat sein Geld verdient. Das muss man sagen. So, nächste Sache, haben wir Getriebe abgenommen. Und festgestellt, wir haben noch gar keine Zentrierhülsen zwischen. Das Getriebe darf nicht immer nur angeschraubt sein, sondern muss zusätzlich auch noch an ein paar Stellen eine Hülse haben. Das heißt, jetzt müssen erstmal Hülsen gedreht werden, wie das daran fixiert ist. So, und hier seht ihr, hier liegt der Schwungrad an der Platte an. Hier liegt es an der Platte an, wenn du da so reinfilmst. Ja. Mein Makita-Werkzeug darf natürlich nicht mehr fehlen. Ich komme mir schon vor wie so ein Monteur. Liegt halt hier eine Kupplung, da ist ein Rechner zum Schneiden, ein paar Ladeluftkühler, eine GTR-Ansaugbrücke. Wir hatten so einen Wasserkühler mit, weil wir wollten das Ding eigentlich laufen lassen auf dem Ständer. Ja, lange Rede. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt. Weil jetzt muss dieser Motor da irgendwie rein. Ist hier? Geht das schon nicht? Ja. Jetzt hier auf dem Rollbrett. Das Ja. Okay. Also ich würde tippen, das sind irgendwas so zwischen 150 und... Wie viel kann die denn? 200? 150. Also. Boah. Und Turbolader fehlen auch noch, ne? Ich glaube, wir hatten den gewogen ohne alles dran, ne? Ja. Jetzt mal. Schön machst du das. Jetzt noch den Rest rein, dann haben wir es. Also, wir sind wieder am Rennen. Motor ist auf dem Ständer. Wotzny ist wieder am Start. Wie jeden Tag. Wenn du das Video siehst, ich habe da schon was gesagt, aber noch mehr wirst du feiern, wie wir den Motor reingeholt haben. Wohin laden? Also es war nicht so krass, wie Tim und ich ihn alleine in den Bus reinbekommen haben, aber ich glaube, die Aufnahme war ganz gut. Nein, so, pass auf. Kurzes Update. Was haben wir in Berlin geschafft? Ventilspiel passt schon mal so ein bisschen. Hier haben wir eine Spannrolle für den Zahnriemen von der Ölpumpe gebaut. Spannrolle ist dran. Dann haben wir die Pumpe mal ausgemittelt und eingebaut. Das sitzt jetzt ja auch alles richtig schön. So, pass auf, dann haben wir diesen geilen Halter. Hab ich mir organisiert, bestellt von Mokal. Gibt es links und rechts. Links und rechts ist davon abhängig, wie man rein und raus geht. Ob du so rum oder so rum reingehst. Deswegen gibt es einen linken und einen rechten davon. Jetzt gerade ist es so, eine Seite rein. Also Motor rein, Motor raus. Ölkühler rein, Ölkühler raus.
solange Ölkühler quasi noch kalt ist, ist hier geschlossen. Also mit Thermostat. Genau. Hab 1 Million verschiedene Ölfilter bestellt, hab dann ganz lange überlegt, wo wir ihn hinmachen und bin zu dem finalen Entschluss gekommen. Er kommt hier. So, schwachsinnig. Haben dann dementsprechend hier ein Blech. Also das war nicht so ungefähr dieses komische Leder, was das da war, von dem Lüfter? Ja, ein bisschen weiter vorne noch, unterm Längsträger saß das. Mhm. Da der Halter, der vorne ist. Genau. Nee, aber ich habe echt wirklich lange überlegt, wie man, also welchen man von beiden nimmt, links oder rechts rum, wie man ihn positioniert. Und irgendwann kam mir auf einmal die Idee, ey Alter, irgendwie ist das doch ganz geil. Also der Ölfilter sitzt dann genau hier. Hier sitzt der Ölfilter. Geil. So, ich hoffe, dass man mit dem Rad nicht gegenkommt. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Wenn ich mit dem Rad gegenkomme, gibt es da noch ein Upgrade? Noch ein Ölfilter mit extrem Wechselintervall. Dim. Ja, sieht aus wie vom Clio. Aber kann der auch was? So ist er. Hm. Wobei, warte mal, das ist der ganz kleine. Ja, der ist ein bisschen übertrieben. Den wollte ich ja eigentlich zeigen. Egal, die Filter gibt es in allen Durchmesserlängen und so weiter. Ja. Aber wenn ich jetzt gerade gucke, warte mal, das Gewinde von der Achse. Das Gewinde immer gleich? Ja, das ist jetzt ein Halbzoll, aber es gibt schon ziemlich viele gleiche. Nee, hier ist der Querlenker, deswegen dachte ich, das wird unmöglich schleifen, wenn das Rad so geht. Natürlich ist der Querlenker allerdings so. Also hier so würde es schleifen, da aber nicht. So, zur Not gibt es noch so einen. Aber nee, du hast recht, meinte Chris auch, definitiv. Gerade bei der Trockensumpf, weil die Pumpe so einen Saft macht, hatte er wohl schon Filter, die sich zusammenziehen. Zusammenziehen? Weil halt so viel Druck und Durchfluss, dass die kommt dann das einfach hier reinfallen. Hier rein und hier raus oder ja. Andersrum? Nee, es also kommt außen. Klein rein und durch in der Mitte nee, raus. Nee, es kommt auf, das kann ich dir so zur Sekunde nicht sagen, aber es kommt außen rein und der ganze Dreck sammelt sich ja von außen im Filter. Weißt du, wenn du den Filter aufschneidest, schneidest du den immer von außen auf. Ach so, ja, okay. Das heißt, es geht außen raus, da durch und dann rein. Und sollte er verstopft sein, ist er auch ein Überdruckventil. Gibt auf jeden Fall genug. Weil es ist wirklich schwierig, den Filter so zu positionieren, dass man am Ende auch mit den Leitungen zurechtkommt. Weißt du, weil diese Leitungen sind halt schon ganz schön bockig. Diese drei Kammern sind ja nur meine Absaugung. Das heißt, die drei Kammern saugen komplett Ölwanne ab. In der Ölwanne sind intern Kanäle, die einmal zu diesen Kanälen hier gehen. Hier sieht man das sogar. Der RS4 hat nämlich Kanäle, die vom Kopf außerhalb des Blockes nach unten gehen. Das heißt, wir saugen links und rechts quasi die Köpfe hiermit ab. Und eine Kammer saugt quasi in der Mitte noch generell das Kurbelgehäuse ab. So, diese Verbindung hier, das ist ja meine Druckkammer. Also wir nutzen wirklich drei Kammern zum Absaugen. Finde ich übelst krass. Und so eine Saugung, ja, weil es halt so schwer ist, Luft abzusaugen. Deswegen eine Druckpumpe, die ist jetzt auch nur deswegen hier angeflanscht, weil jetzt halt die Pumpe nur so, also wenn ich alle drei an der Ölwanne habe, muss ich letzte auch, deswegen ist der Anschluss hier für hier unten drunter. Ja. Hier ist der. Ja. Ja. Die kommt da raus und der Schnubi kommt dann hier rein. Ja. Da saugt der raus. Das heißt, hier kommt ein Dash 12 ran und der saugt in Dash 12 da raus. Und dieser fette Schnubi hier, der saugt wirklich alles aus dem Motor raus und geht hier oben dann rein. Da. Drückt das Öl rein. Dann sammelt sich das Öl da drin. Alles, was Luft ist, kommt hier wieder raus und unten saugt er das halt ab. So. Deswegen können wir jetzt relativ einfach bauen. Somit von hier in den Flansch rein. Das finde ich auch ganz geil. Geh mal rum hier. So. Ja, geil. Zur Not habe ich ja gesagt, diese Ecke hier von dem Motorlager, ne, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Also jetzt wissen wir ja, dass er hier steht. Das heißt, von der Theorie her können wir das Motorlager hier sogar schräg nochmal schneiden und die Ecke ranklappen. Mhm. Weißt du? Das können wir sogar tatsächlich nochmal machen. Das heißt, wir können dann nochmal, bevor ich die Achse pulver, schneiden wir das hier schräg auf, klappen die Seite ran und legen wir eine Naht hin. Und schon können wir hier wirklich einfach nur gerade runtergehen. Ne? So, dann ist das wirklich direkt verbunden. So, und von hier gehen wir einfach, ich würde sagen, mit einem 90er, Klaune 10 hier mal kurz, würde ich sagen, gehen wir mit einem 90er. Das kann man übrigens leider nicht ändern. Also man kann dann nur oben rein. Unten rein, oben raus. Und hier würde ich sagen, gehen wir 90er. So die Schlaufe. Hier müssen wir ran. So unten runter. Vielleicht auch ein 60er. Muss man mal gucken. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, einen Schlauch so als Bogen zu legen, dass man sich hier mit dem nicht in die Quere kommt. Weil hier geht natürlich die fette Leitung so unten runter. Ne? Ein 60er könnte auch gehen. Wobei wir müssen schon ein bisschen nach unten. Nein, also weil klar, das ist das erste Trockensumpf-Kit für ein RS4. War mir auch bewusst. Ist auch alles gut, passt auch geil, aber es ist halt so, du musst schon überall nochmal ein bisschen
basteln. Weil das hier ist unser PTFE-Schlauch, der ist natürlich ein bisschen bockiger. Deswegen würde ich den eher hier so schön als 90er legen und dem auch mal ein bisschen Luft zum Atmen geben. Da ist auch nichts vorne, ne? Also nichts mehr. Manchmal ist es sogar besser, wenn ich das jetzt hier so betrachte. Ne, hier kommt nur das Druckrohr, aber das haben wir mit Absicht so drunter gelegt. Mhm. Manchmal ist es sogar besser, wenn ich den Anschluss hier sehe. Vielleicht machen wir den sogar auch so, dass wir da auch hier unten 90er drauf machen, der ein bisschen nach oben zeigt, und vielleicht gehen wir so hier auf den drauf. Weißt du, weil diese kurze Verbindung ist natürlich, je kürzer die Verbindung, je weniger Vibration und alles kann ich ausgleichen. Ja. Können wir hier auch so gehen. So durch. Mhm. Und so da drauf. Klar, nicht so schön. Ja? Aber im Rennsport, sage ich, würde man es eher so machen. Ja? Ja, weil du bist deutlich entspannter, auch was die Montage später angeht. Ja, gut, das ist klar. Ja. Weil je kürzer die Leitung ist, je perfekter musst du sitzen. Dann sitzt der Motor doch mal ein bisschen weiter links oder weiter rechts. Oder du willst die Pumpe irgendwie anders hinsetzen. Weil guck, wir müssen ja auch an den unteren ran. Weißt du? Also man könnte das auch ohne Probleme schon so eine Schlaufe hier legen. Finde ich auch nicht schlecht. Muss ich dir mal angucken. Wird schon voll sein, ne? Was eigentlich? Fakt ist, es lässt sich so auf jeden Fall ohne Probleme lösen. Hier hoch können wir nicht, weil halt hier der Schwingrad mit dem Keilriemen sitzt. Also wir müssen mit dem leider unten weg. Guck, 45, so wäre auf jeden Fall zu wenig. Weiß nicht, ich könnte mir doch vorstellen, dass es cool aussieht, dass wir hier mit 2x90 weggehen. 2x90 weggehen und dann hier so zwei Schlaufen legen. Oder dementsprechend hier den direkten Weg gehen und den Halter also ein bisschen anpassen. Eine andere Variante, die es am Ende auch noch gibt, das ist aber genug für heute. Ja, wir könnten natürlich hier am Ende, es gibt auch die Fittinge direkt mit dem Banjo dran, mit einer Ringöse. Und man geht hier, man macht wirklich nur eine Leitung mit einer Ringöse vor, Schraube drauf, fertig. Ne? Die Variante gibt es auch am Ende noch. Weiß nicht. Finde ich aber so fast schöner, irgendwie so flowmäßig oder ne? So meinst du? Mhm. Also nicht mit dem Banjo, Ringöse. Also wie gesagt, das geht so ohne Probleme, aber ihr seht ja hier, ne? Guck, wir reden dann von dem Stückchen Schlauch, was zwischen ist. Das ist natürlich für einen Öldruck und so ein Traum, keine Frage. Ne? Das wird sich dann auch genauso, dieser Teflon-Schlauch mit dem Ganzen, das wird natürlich durch Wärme und so weiter fest. Der wird dann genau so sitzen. Geht auch. Müssen wir gucken. So, das gefällt, achso, ja, und dann am Ende natürlich von hier noch, das habe ich jetzt erstmal zugemacht, weil jetzt gerade brauchen wir keinen Ölkühler. Von hier müssen wir dann unter dem Ladeluftkühler, so liegt das aber original auch, unter dem Ladeluftkühler noch in den Ölkühler reingehen. Ja, stimmt, hier ist ja dieser Wärmetauscher. Okay. Ja. So, da müssen wir dann noch in den Ölkühler rein. Das ist dann die Zukunft. Wenn ich irgendwann merke, ich brauche gar keinen Ölkühler, kann ich auch da wieder einen Schopfen drauf machen, fertig. Würde aber schon eigentlich gerne mit Ölkühler am Start sein. Ne? Vor allem, was ganz geil ist, sehe ich gerade. Hier, guck mal, ne? Wenn ihr reinfüllst, ist ja von hinten. Hier geht normalerweise die Servolenkung durch, der Kühler. Mhm. Das heißt, ich kann mir hier einfach genau eine Leitung drauflegen und hier aufs Fitting gehen oder aufs Fitting. Also da bin ich relativ easy entspannt dran. Was haben wir noch gemacht? Achso, ja, wir sind theoretisch schon so weit, dass wir heute jetzt final nur noch Ölzulauf, Ölrücklauf, Wasser machen. So, Ölrücklauf, wird dir nicht so gefallen. Aber wir sehen es wirklich als beste Möglichkeit, dass wir hammerhart in die Trockensumpfpumpe reinbohren. Wir bohren von unten in die Trockensumpfpumpe rein und da, wo die Pumpe von der Ölwanne absaugt, da gehen wir mit dem Rücklauf in den Turbolader rein. Das heißt, die Turbolader laufen einfach nach unten und fertig. Ja, sonst, guck mal, ich muss von dem Lader irgendwo hin. Hier an der Seite ist kein Platz. Normalerweise geht man irgendwo in die Ölwanne rein. Plus, diese Ölwanne ist ja komplett von unten gekapselt. Also ich kann da nicht durchbohren und ein Fitting drauf machen, weil die Ölwanne zwei Kammern hat. Mhm. Die hat ja quasi einen inneren und einen äußeren Teil. Das ist nicht so easy. Auf der Seite würde das gehen, hier nicht. Und deswegen unsere Idee, wenn du hier rumkommst, von hier filmst, sieht man das ganz gut. Wir gehen einfach in der Ölpumpe in diese Fläche hier rein. Zwei Gewinde rein, auf Dash 8 Rücklauf und dann können wir hier schon die Rücklaufleitung links, rechts hinlegen. Das ist der einzige Nachteil im Trockensumpf. Ich finde es am Ende immer hässlich, weil du hast 1 Million Schläuche. Mhm. Von hier aus gehen wir übrigens direkt in die Ölversorgung der Lader. Das heißt, was machen wir heute? Aufgabe Nummer 1, hier hinten der Adapter, der original ist, auf die Turbolader. Das heißt, hier hinter der Kurbelwelle ist ein Ausgang, kommt Öl raus, hinter der Kurbelwelle, geht links, rechts zu den Turboladern. Hier schweißen wir das Ganze um, da gehen wir nicht mehr zu den Turboladern, sondern wir gehen nirgendwo mehr hin, sondern fächern das Ding hier komplett runter, machen hier nur ein Gewinde drauf, dass ich hier nur einen Öldrucksensor hinmachen kann. Dass ich den Öldruck hinter dem Motor kontrollieren kann.
Letzte Lager ist Ausgang. Genau. So, ich habe lange überlegt, ob wir dort Öl nochmal wieder reindrücken, um die Ladergasse nochmal zu fluten von hinten. Meinte aber selbst Björn, unser V6 maximaler Expertengott, den habe ich mal kontaktiert, beziehungsweise er hat mich kontaktiert, liebe Grüße. Er meinte auch, nee, das lieber. Einfach nur Öldruck da kontrollieren, vorher, nachher fertig. Ist zu viel auch schlecht. Ja. Okay. Fakt ist, wir entlasten den Motor, indem wir das Öl direkt an den Filter nehmen. Mhm. Das heißt, alles, was vorne in den Motor reingeht, ist nur für den Motor. Sollte der Motor mal fritten gehen, kann es auch sein, dass die Lader es besser überleben, weil gar kein Öl mehr da ankommt, weil normalerweise geht das Öl durch den ganzen Motor, bis es dann in den Turbolader geht. So kommt es dann direkt. So, das heißt, da müssen wir ein Gewinde drauf machen und dann habe ich schon die Wasserrohre vorbereitet. Die sind ungefähr erstmal ein Kilo leichter geworden, weil ich habe alles abgeflext, was man abflexen kann. Also wirklich alles. Dann haben wir sie schon direkt gestrahlt, damit du schön schweißen kannst. Aber es ist tatsächlich so, das ist alles von der Rohrhand. So. Schon ein bisschen, ne? Mhm. Ist so ein bisschen Servoleitung, Pumpe dran und so weiter. Wir bauen das Wassersystem radikal um. Hatten wir eine geile Idee. Erstens haben wir schon hier vorne den Flansch umgeschweißt. Normalerweise ist hier ein Ausgang, wo die Pumpe saugt. Das heißt, das hier ist der Anschluss, der aus dem Kühler kommt in den Motor. Hier ist die Pumpe. Das heißt, hier saugt der durch. Das heißt, dieser Anschluss ging an den Wasserbehälter. Der Wasserbehälter hatte dann hier eine Schleife. Hier ist der Wasserbehälter. Wenn hier zu wenig Wasser ist, weil er hier saugt, fließt das Wasser so danach dahin. Auch hier gleich wieder einen Sensor dran versehen. Wir haben ja gesagt, wir loggen am Ende alles an Druck mit. Das bauen wir um. Und zwar machen wir Folgendes. Hier. Dieses Rohr steckt hier so in den Block und ist normalerweise gedacht für die Heizung. So, wenn du hier reinguckst, siehst du, dass da direkt die Pumpe ist. Also das ist direkt die Saugseite von der Pumpe. Das heißt, damit die Pumpe nämlich auch Wasser aus dem Innenraum wegsaugt, ist dieses Ding da dran. So, das heißt, wenn irgendwann mal Wassermangel ist, wird das genau da sein. So, das heißt, das Ding schneiden wir hier gleich ab und machen einen Rohrbogen nach oben oder ein Dashfitting, wie auch immer. Gucken wir mal. Weil, jetzt kommt das Wasserrohr. Das sitzt ja am Ende hier so. So. Sitzt der Kollege ja. So. Krass, wie eng das alles gebaut ist. Hier sitzt der Kollege. Deswegen alles weggeschnippelt. Und jetzt hatte ich nämlich die Idee, erstmal die beiden Originalsensoren, die hier sind, diese Stecksensoren, kommen schon mal weg. Da schweißen wir jetzt einfach nur ein metrisches Gewinde rein, dass wir alles reindrehen können, was wir reindrehen wollen. Meine Idee ist es jetzt, wir bauen einen geilen Wassertank selber. Aber so richtig geil, wir nutzen den Platz hier hinter und bauen einen Alu-Wasserbehälter, der so richtig geil und fett hier hinter sitzt, dass der ganze Motorraum links, rechts leer bleibt. Mhm. Dass wir wirklich rein gar nichts hier links oder rechts festschrauben, sondern am Ende hinter dieser geilen GTR-Brücke dahinter noch ein Wassertank ist, aber wirklich nur mit einem Einfüllstützen nach oben mit dem Deckel drauf, dass man den fast gar nicht sieht. Weil dann sparen wir uns alle Schläuche. Weil das heißt, wenn hier nämlich Wassermangel ist, saugt der es direkt aus dem Ausgleichsbehälter. Ja. Mhm. Wenn wir hier eine Luftblase haben, weil das somit die höchste Stelle ist, können wir direkt in den Tank. Mhm. Eine Verbindung müssen wir noch machen. Hier im Wasserkühler ist auch nochmal so eine Schlaufe. Da kommt auch nochmal so ein Schlauch oben raus und dünner. Ja. Den legen wir so hin. Und dann wird gar kein Wasserschlauch von außen. So langsam entwickelt sich das hier zum cleansten Motor auf. So, das heißt, wenn wir jetzt unseren kleinen dezenten Kollegen hier so drauflegen. So liegt er dann, ne? Sprit, hier so ein Behälter. Hier so ein Behälter hin, genau drunter. Hier guckt nur ein Röhrchen mit dem Deckel. Man gar nichts sieht. Weil jedes Mal, wenn ich Motor ausbaue, kann das so bleiben. Ja. Du ziehst den so einfach nach hinten raus, nimmst nur noch vorne die Schläuche am Wasserkühler ab. Oder, jetzt kommt meine Intention, du nimmst es einfach mit Wasserkühler ab. Weißt du, dass wenn man mal an den Motor ran muss, kannst du von der Theorie her wirklich die ganze Frontmaske mit rausziehen. Also, ja, ich hör schon. Wird jetzt nicht gehen, weil die Frontmaske ist so labberig und so weiter. Ne? Mhm. Aber von der Theorie her, wenn wir den Wasserkühler noch von der Frontmaske trennen würden, würde das so gehen. Und ich fände es optisch einfach geil. Also richtig schön schwarzen Behälter hier, der hier so sitzt. Okay, das ist aber noch nicht alles, weil Ölzulauf haben wir gesagt, kommt vorne vom Ölfilter. Jetzt kommt nur noch Wasser für die Turbolader. Auch da haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar, normalerweise kommt das Wasser aus dem Block an den Seiten und geht in das Wasserrohr. Wir machen Folgendes. Wir kommen aus dem Wasserrohr. Das heißt, wir machen uns hier und hier, würde ich mal vorschlagen, zwei Dash 6 Gewinde dran.
dass wir einfach mit 90 Grad weggehen können zu den Wasserrohren. Und dann nehmen wir folgende. Diese Kollegen hier. Da schweißen wir auch einfach einen Dashgewinner mit an, weil wenn du hier nämlich drauf gehst, das ist hier nämlich unsere Wasserverbindung. Ist ja fast stumpf gerade hoch, ne? So, ne? Kann man alles noch ein bisschen zurechtdrehen, ein bisschen wegbiegen, können wir uns auch überlegen, ob unten oder wie auch immer. Gerades Fitting drauf und mit dem Schlauch rüber fertig. Also ich denke mal, am Ende wird man sie eh ein bisschen biegen. Also ich würde hier drauf gehen und würde dann in der Mitte ein bisschen biegen, dass sie dann hier so hochkommen, nicht zu lang. Dass man da mit einem geraden Fitting hochgeht, weil dieser Platz ist ja ungenutzt hier auf beiden Seiten. Das heißt, den können wir auch nutzen. Das heißt, ich würde auch hier wieder nicht zu kurz, weil meine Erfahrung ist, zu kurze Leitung macht man sich das Leben immer schwer. Das heißt, hier einfach mit einer Leitung raus und auch so eine Schlaufe legen. Wahlweise 90 Grad, 45, so wie am Ende die Leitung halt am schönsten liegt. Das ist der Zulauf von den Turboladern. Jetzt muss das Wasser aus den Turboladern irgendwo hin und normalerweise gehen die dann einfach wieder in das System rein. Ich würde es allerdings gerne so machen, ich würde den Rücklauf von den Turboladern an unser Saugrohr machen, direkt an die Pumpe, dass da richtig Saft aus den Ladern rausgesaugt wird. Das heißt, an dieses Rohr hier gehen wir dann mit den inneren Seiten. Ja. So ist der Plan. Und dann haben wir es auch. Das heißt, von den inneren kann man von der Theorie her genauso hochgehen, auf beiden Seiten. Geht sogar ohne Probleme, ne? Ja, also übertrieben gesagt, kann man fast von beiden hochgehen und hat am Ende ja einfach nur so zwei Schwingen. Ach geil, hier sind sogar vier quasi drin. Ja, kann man sich aussuchen. Ich denke, es ist am coolsten, den hier einmal biegen, dass er so hochkommt. Dass man dann hier eine Schlaufe legt an das Ding ran und die untere Verbindung an den hier dran. Ach so, nee, sorry, Quatsch. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Ob er jetzt hier raus saugt oder aus dem Wasserbehälter saugt, ist ja am Ende egal. Also das heißt, wir können auch von den Ladern aus einfach in den Behälter gehen. Dann haben wir hier alle Möglichkeiten der Welt, wie wir mit den Leitungen an den Behälter gehen. Das hat natürlich zur Folge, jedes Mal Behälter raus, musst du die Leitung da abmachen. Ob das so schlimm ist, weiß ich nicht. Weil dann könnte man ohne Probleme einfach genauso hier einfach hoch und eine weitere Leitung an den Behälter an. Ja. Deswegen sehe ich das als recht entspannt. So, das heißt, Ende vom Lied ist, wir schweißen jetzt ein bisschen. Eigentlich nur hier zwei Gewinde drauf für Drucksensor, Temperatursensor und so weiter. Ich würde sagen, hier und hier machen wir erstmal Dash 6 hin. Für Wasservorlauf, Wasserrücklauf machen wir erstmal noch nichts. Hier machen wir einfach nur einen nach oben. Und zur Not können wir auch, der hier nach oben geht, auch genauso noch die Wasserverbindung ranmachen. Weißt du, man könnte mir hier auch einfach eine rüber machen. Den Platz noch hier hatten wir aber, ja. Ja, ja, was soll da sein? Da ist gar nichts. Kannst du drauf gucken. Bis hier oder so, ne? Ja, hier ist die Spritzwanne. Okay, gut. So, also, weißt du, man könnte auch von hier daran gehen, mit einer ganz kurzen Wasserleitung, an das Rohr einfach hier, ne? Also hier einfach nur Dashfitting ran, ja. Nach da eine kurze Leitung zwischen und den Verlängerer hier nach oben genauso eine Dashleitung zwischen. Dann ist man halt nur leider wieder genau vor den Getriebeschrauben, wo ich schon weiß, dass man da öfter mal ran muss. Deswegen tue ich mir noch schwer, da was vorzubauen. Vielleicht machen wir das ein bisschen anders und würgen die Leitung da irgendwo anders ran. Mal gucken. Das sehen wir dann. Ich würde sagen, let's go. So. Der Gerät ist fast zusammen. Wir machen Fortschritte, muss ich sagen. Ob das bis Freitag was wird, aber Wahnsinn, wie die Zeit geflogen ist. Ich kann es noch nicht sagen. Geht ja auch immer im Null-Fehler-Programm. Wir haben gerade schon wieder einen wichtigen Fehler gefunden. Und zwar ganz wichtig ist immer, das habe ich von Björn gelernt, Nockenwellen einbauen, drehen, gucken, ob sie sich drehen lassen. Ohne Stößel drin. Hier eben gerade war es so, naja, vom Drehen her, überlegt, woran kann es liegen. Und es war natürlich so, die Böcke links, rechts waren vertauscht. Björn markiert die mit 1 und 2 für Bank 1 und Bank 2. Jetzt ist aber das Problem, dass die Köpfe beide gleich sind. Also man kann sie sowohl links als auch rechts aufbauen. Und da muss uns der Fehler passiert sein, dass wir den linken Kopf nach rechts und den rechten Kopf nach links gebaut haben. Deswegen haben die Böcke jetzt nicht gepasst. Jetzt haben wir die Böcke kontrolliert. Jetzt drehen sich die Nockenwellen richtig geil. Hier hinten ist alles soweit ready. Unseren umgefrästen und geschweißten Halter, nur mal als Öldruck jetzt hier. Der sitzt hier schon mal saftig drin. Hier haben wir die Saugseite umgebaut, dass hier jetzt einfach ein Behälter, wie auch immer, ansaugen kann. Wasserrohr sieht jetzt witzig aus.
Weil wir haben jetzt tatsächlich wirklich 1, 2, 3 Gewinde, waren eh Löcher drin, deswegen haben wir halt gesagt, okay, wenn da eh schon Löcher sind, dann macht man lieber einen Verschlussstopfen rein. Und wir haben auch gleich alle Gewinde, die es gibt, M12, M10 und ein Achtel MPT, also wir sind jetzt versorgt, weil ich weiß ja, was wir auf dem Motorenprüfstand alles so messen wollen, deswegen kann das nicht schaden. Das ist fertig, hier einfach, wie gesagt, jetzt nur eine Schlaufe legen für Ölzulauf, Wasser, das ist alles ready. Ja, die Rohre werden jetzt noch einmal schick gemacht. Und dann geht's weiter. Oh, schmeiß weg, ist wieder spät geworden. Montag, Abend, heißt nicht mehr viele Tage. Morgen, wenn das Video online geht, hat Fritz Geburtstag, da werden wir erstmal nichts machen, wird ein Jahr schon wieder alt. Mittwoch geht's weiter. Mal gucken. Wir haben noch kein einziges Kabel gezogen. Und noch nichts final fertig. Nee, ich werde morgen schon dann mal ganz in Ruhe den Zahnring hier auflegen und das alles fertig machen. Dann kriege ich morgen die Hülsen, um das Getriebe ranzustecken. Das muss auch noch gemacht werden. Also ist noch jede Menge zu tun. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Aber gut Ding braucht Weile. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Hilfe. Immer gern. Jetzt ab nach Hause. Gutes Nächtle und tschüss.